Ja, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin jetzt im Moment bei der Mission, den Synth, den Geflohenen, zu erledigen und habe den anderen kontaktiert. Und eigentlich sollte hier irgendwo noch der Runner von uns rumrennen, den wir kontaktiert haben. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Oh, 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 oh. Das war eine Fatman. Die kommt von da drüben. Da, wo wir hin müssen. Lass mal durchschwimmen irgendwie. Bruderschaft ist auch da. Hat den vielleicht die Fatman gegolten? Halten wir uns jetzt erstmal ein bisschen zurück. Und ich wollte auf jeden Fall noch was einnehmen. Und so, jetzt sind wir einigermaßen aufgefüllt. Was war denn das? Da ist ne. Oh, das Ding ist in die Luft gegangen. Da draußen ist was. Sind Raider auch erwischt? Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Da liegt auch einer rum. Ich werde jetzt erstmal nur Munition mitnehmen. Sowieso viel zu wenig. Wo ist denn eigentlich der Runner, der Knollkopf? Halt, Kronkorken. Ist er da reingefallen, oder was? Oh, in die Hütte rein. Da ist immer schön Munition, immer auftanken. Ist wahrscheinlich reingefallen. So. Kommen wir, glaube ich, rüber. Das hatte ich vorher schon mal ein bisschen gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist alles so diesig, ey. Man sieht kaum was. Sind da Gegner? Ein Alarm. Das wird nicht lang dauern. Diesen blöden Stimmbug, ey. Dass sie das mit dem Sound noch nicht hinbekommen haben. Ich erschreckt ja jedes Mal. Weil das hört sich immer so an, als wären die gleich unmittelbar neben mir stehen würden. Können wir noch rechts rum? Ja, da ist einer. Warum stirbst du nicht endlich? Oh Mann, ah, ich kann nicht durchschießen, oder? Voll den Spaß. Ein Begräbnis. Komm, bitte. Ein paar gezielte Schüsse, dann ist er fatt. Da war nix. Weg! Sind da noch mehr da? Ja.
Der hat Granaten, der Trottel. Komm. Nee. Noch einer. Wie viel sind das noch? Komm. Iiii. Da war's gerade gesehen. Der hat die Fatman. Wie wiegt denn die? 30. Nein, kann ich nicht mitnehmen. Du musst es unbedingt in Helden spielen, ich hätte sie jetzt gerne mitgenommen, damit sie kein anderer verwenden kann. Der vielleicht zufälligerweise es aufhebt. Willst voll spielen? Komm. Alter. Abbrechen, abbrechen. Ich hab den Arsch gefunden. Weg, 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 weg. Diese blöden. Jetzt muss ich doch mal einen Stimpack reinhauen. Komm. Der holt schon wieder für einen Granatenwurf aus, oder? Ja. Jetzt habe ich ja noch. Ich hatte auf meine Herausforderung. Man soll die Hoffnung nie auf. Komm. Jetzt. Hopp, hauen das Bein weg. Puh. Wie schaut's aus, Nick? Hat sich böse erwischt. Wecker. Die haben sie auch nicht mehr wie früher. Was hat der Mutant? Oh, Transfer, was hat denn der? Also das brauchen wir auf jeden Fall. So, der Kampflende. Ja. Scharfschütze. 45 mm. Wie viel wiegt denn der? 16 Kilo? Ich bin schon fast überladen. Lass mal hier. So, können wir was machen? Stimpack. Nur eine, aber besser als keine. So, so wie das ausschaut, war das ja hier nur der Anfang. Jetzt wird er wahrscheinlich jetzt noch weiter hochgehen. Wo ist denn eigentlich der Blödel, der uns unterstützen sollte? Das ist schon cool gemacht hier. Kann man das alles mit Botmitteln zusammenbauen, solche Türme? Oder geht es nur, weil die das so kreiert haben? Die Entwickler. Oh, das ist ein Tresor. Cool. Stealth Boy. Ah, den nehmen wir mal mit.
Den könnten wir eigentlich einwerfen, ne? Den Stealth Boy. Wie ist er das? Ist aber nix. Dahinter ist er wahrscheinlich. Scharfschützengewehr. Zigarrenkiste. Und Kampfsäule. Splittermine. Baseballhandschuhe nehmen wir mit. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, was mich da drin erwartet. Das ist das Problem. Also. Splittergranaten sollten wir mal in die Hand nehmen. Vielleicht sollten wir Splitterminen verlegen, wenn die auf mich zukommen. So, das Institutgewehr. Kampflinde werde ich wahrscheinlich nicht. Machen wir das auf 7. Und das Improgewehr, das legen wir auf 9. Da habe ich nur 17 Schuss. Da habe ich ganz viel. Und da habe ich am meisten. Und zwar nicht am meisten Schuss, aber von der Effektivität. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Was gibt's? Ich gebe Ihnen den Zurücksetzungscode von B592. Hört er ihn, werden seine kognitiven Prozesse zurückgesetzt und er wird gefügig. Sagen Sie B592 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Danach den Autorisierungscode Gamma 71 Epsilon. Wenn er abgeschaltet ist, kann ich ihn sicher zum Institut bringen. Was heißt zurücksetzen seiner kognitiven Prozesse? Einfach gesagt, wird er durch den Code bewusstlos, selbst wenn er noch steht. Das ist alles, Sir. Bereit, wenn Sie es sind. So, wo kommt der Vogel jetzt plötzlich her? Weiß kein Mensch. Hatte mir schon gedacht, dass es von hier oben schöner aussieht. So, wir sind falsch rum. Wir sind falsch gelaufen. Wir müssen da in die Richtung. Da ist nur eine. Den nehmen wir mit. Die schaut ja heiß aus. Bin ich überladen? Nee, noch nicht. So. Schauen wir mal. Halt. Das sind Überlebende von den Minutemans gewesen. Mhm.
Seit wir die Minutemen verlassen haben, ging es uns nie besser. General Baker würde kotzen, wenn er uns jetzt sehen würde, aber er ist tot und wir sind noch am Leben. Ja, das sind ehemalige Minutemen gewesen, die eigentlich, ja, Karawanen beschützen wollten oder so, aber dann halt aufgrund von dem Lebensmittelmangel gezwungen wurden. So sehe ich nicht hin, ich wollte den Safe öffnen. Von einem Mangel an Lebensmitteln gezwungen wurden, sind Karawanen mehr oder weniger zu überfallen und dann haben sie halt Bunker Hill erpresst. Und dadurch Essen erhalten. Das war die Kurzfassung. Langfassung könnt ihr sehen, wenn ihr die einzelnen die einzelnen Texte da selbst durchlest. So, das ist der Spielkontakt. So, dann geht's mal weiter. Dialogdose nehmen wir mit, Psycho nehmen wir nicht mit, Stimpack nehmen wir mit. Auf und zurück. Geschafft. Kampfgewehr brauchen wir nicht. Schmutziges Wasser nehmen wir mal mit. So, und jetzt? Geht's irgendwo weiter? Da ist die Luke. Bestimmt Agenten des Instituts. Auch ihr habt es ganz also braucht nach das oben. Institut so dringend Ressourcen, dass es Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt. B592, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierung Gamma 71 Epsilon. Okay. Kannst du mich hören? Mir schon gedacht, dass es von hier oben schöner aussieht. Schaltet sie aus! Was wohl bitte? Jetzt hast du ein Problem. Gute Arbeit, Sir. Ich danke, das nehmen wir. Hier ist X688, bereit für Transmission mit zurückgeholtem Synth B592. Und fort war er. Der Runner ist auch fort. Gut. Und hier noch. Na, ja, nochmal ein Tresor. Ist der Terminal gesperrt? Wo ist der Pets? Nochmal her. Hey. Wie sieht der Plan aus? Na. Kannst du das Terminal entsperren? Guter Plan. Da ist nix. Diese Jungs haben keinen Quatsch gemacht. Aber jetzt versuche ich mal. Ganz schön wagemutig. Ich bin sicher, dass das funktionieren würde. Nein. Mist. Tut mir leid. Klappt nicht. Dann kann man nichts machen, wenn es nicht klappt. Sieht man mal das ganze. Den ganzen Fischereihafen. Sind ja alles ehemalige Fischerboote, so wie das ausschaut, diese kleinen Kutterchen. Nicht schlecht. Was sind da unten? Achso, das sind Puppen. So. Jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Wir könnten eigentlich wieder zur Vater zurückkehren. Weil unseren Code
Haben wir für den Patrioten. Jo, und ich denke, das werden wir auch machen. Aber bevor es soweit ist, bevor wir die Reise antreten, beende ich hier das heutige Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.